So, liebe Leute, weiter geht's endlich mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem nächsten Spieltag. Und ja, ich muss mal wieder meine Mannschaft ein bisschen umbauen, also nicht unfreiwillig, nicht ja doch, freiwillig sogar umbauen, weil ich tatsächlich, ich wundere mich, warum ich Reus spielen habe. Ich würde eigentlich gern Paulinho mal weiter spielen lassen und auch Alario, damit die halt wieder so ein bisschen. Nun ja. Damit sie wieder so ein bisschen was tun können. Vor allen Dingen im Sinne von Paulinho, der ja nur bei 17 Treffer steht. Haaland schlägt auf, hat 15 oder hängt dran. Und deswegen gehen wir heute ins Match. Der nächste Gegner ist übrigens die TSG Hoffenheim. Das habe ich schon ein bisschen im Vorlauf gesehen. Transfer gemacht von Coutinho. Bei FIFA 22 müssen wir mal gucken, falls wir das irgendwie kaufen, spielen wollen. Oder uns holen. Dass wir dann. Mit welcher Mannschaft wir das machen, weiter spielen. Mal gucken. So. Also, wie gesagt, Hoffenheim ist der nächste Gegner. Wir spielen hier noch die Saison zu Ende und dann ist erstmal mit FIFA durch. Und dann müssen wir mal gucken, was wir danach spielen. Wahrscheinlich gehen wir der Assassin's Creed oder das Watch Dogs weiter. Jetzt erstmal Hoffenheim und dann Juventus Turin als nächsten Gegner, okay, in der Champions League. Also gehen wir rein ins Match. Spieltag Nummer 21, 22 so Drehung. So, geht sofort los. Okay, und auf geht's. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Mal wieder ein Heimspiel, wie gegen Fans, Freiburg. willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Heute steht uns ein Duell zweier großartiger Fußballer ins Auge. Also besser als die beiden heute in Sachen Offensive geht das nicht. Die Nummer 24, Danny Da Costa. Die Nummer 8, Danny Latza. Die Nummer 6, Maximilian Arnold. Die Nummer 23, da haben wir also die Startaufstellung der Schalker mit drei Veränderungen. Im Tor ist Manuel Neuer. Nico Elvedi spielt zusammen mit Stefan Savic in der Abwehr. Und drei Stürmer sollen in dieser Begegnung heute vorne für Gefahr sorgen. Genau so ist es. Das ist die Aufstellung. Aufstellung der Hoffenheimer. 1899 Hoffenheim. Vielen Dank. Sie entscheiden sich für ein 3-5-2. Das ist natürlich eine Taktik, mit der du viele Varianten für den Spielaufbau hast, viele Optionen. Du bist kaum ausrechenbar für den Gegner. Ein reizvoller Ansatz. Na dann, auf geht's ins Match. Hoffenheim ist der nächste Gegner. Ich glaube, es dürfte 21 oder 22 Meter sein. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber gut, auf geht's. Jedenfalls, Hazard. Ah, schade. Ich dachte, ich komme da vorbei. Ah, Mann, Latzer. Für das Foul zeigt er die gelbe Karte. Ja, ein bisschen spät gekommen. Durch diesen Schlenker hat er dann noch. Hat er dann noch was gemacht. So, jetzt auf jeden Fall. Freistoß Hoffenheim.
Und Manuel Neuer. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie jetzt zu sehen. Macht er ihn. Parade Neuer, immer noch gefährlich. So, jetzt erstmal aufpassen. Marco Richter. Ah, hätte durchgehen können. Er zeigt im Moment tolle Leistungen, obwohl er ja... Richter. Und so ein blitzsauberer Konter. Frühes Tor, das wird interessant hier. Ja, dann hat er einfach mal den Turbo gezündet und durchgemarschiert. Wunderbares Tor. Ich dachte, ja, den spielst du doch ab vorne rein und dann war der Weg frei. Dann dachte ich, okay, dann kann ich doch noch durchmarschieren. Hier nochmal die Wiederholung. Wäre ohne Chance 1-0. Für Blau-Weiß. Eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Yes. Ja, Neuer mit 12 Paraden und dann war es der Weg frei für Richter und das ist das 1-0. Für Blau-Weiß jetzt. Aber. Mal schauen. Da verlieren sie den Ball. Ja, für den habe ich 30 Millionen damals bezahlt. War auf jeden Fall sein Geld wert, definitiv. Ja, ich dachte, ich habe den Weg frei da. Da passt der Torwart richtig gut auf. Also. Er spielt den Verteidiger aus. Geblockt vom Verteidiger. Ah, da haben sie mit drei Mann drin gestanden. Da kam ich nicht vorbei. Kann sich dann nicht mehr helfen. Klar, Ball im Aus. Also, Lazza. Paulinho. Paulinho. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Ah, schlechter Pass, ja. Schade. War ich anders geplant, war eigentlich auf Paulinho der Durchstecker geplant. Ja, da ist Platz jetzt. Schön gelöst. Super. Ah, fehlt dann der Fehlpass heute da. Noch die Chance da. Gehalten, aber er ist noch drin. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Und Hoffmann hat aber die Chancen, aber. Bis jetzt noch nicht so wirklich Glück dabei, 26. Dann war für mich ein Foul. Geht er rein. Elvedi. Für mich war das ein Foul an Elvedi. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Weil den hat er schön weggegrätscht von hinten. Und Schiedsrichter sagt, ne, war kein Foul. Dani da Costa. Hazard. Schalke jetzt über außen. Chance für Hazard. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken. Was für ein Dinge. Das Spiel aufziehen. Genau deswegen habe ich den geholt. Mit dem Schlenzer bringt er den Ball hier im Tor unter. Sehr, sehr sehenswerte Szene. Schauen wir uns nochmal an. Das ist der Griff in die Trickkiste. Deswegen habe ich ihn geholt. Jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Schon sein zweiter, der da so reinsitzt. Kameraperspektive. Ja, er kann wirklich zufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Sein drittes mittlerweile. ...2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Ach. Ja, die Hoffmann machen, die haben die Chancen, die Schalke setzen den Nadelstich. Das war der zweite Konter, der so kommt. Wir haben hier das erste Tor für Köln. Neuer Spielstand. Ganz alleine. Neues Kien. Richter trifft, Kien trifft, damit haben wir so beide, die vor dem Spiel mal in den Fokus gerückt wurden, haben jetzt mit getroffen. 15. Saisontor von Moise Kien. Die Truppe hat Charakter. Sie schlagen direkt zurück. Einmal kurz den Innenverteidiger ausgewackelt, der Wedi in dem Fall und dann war der Weg frei und Neuer ohne Chance. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Nur 5 Minuten nach dem Schalker 2-0 durch Hazard. Direkt der nächste Treffer hier. Also. Hazard. Ah, genau, diesmal ist er mit der Ball.
dabei. Diesmal ist der Verteidiger damit dabei. Was wird er? Er gibt den Elfmeter, der Schiedsrichter. Er sagt, das war ein Foul für mich. Und damit. Ja, war auch nicht. Ja, kann man geben. Kann man geben. Paulinho, 40. Minute, Entschuldigung, mittlerweile. Noch nicht viel zu sehen von ihm, aber er macht sein Tor. Das war auch wichtig wegen der Torjägerkanone. Weil es ist Tor Nummer 18 für ihn. Ist nicht jedermanns Sache, so ein Elfmeter, aber er kann das. Da haben wir es wieder mal gesehen. Der Druck macht ihm gar nichts aus. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. So. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Ballverlust. Schade. Yusuf Yasigi. Gut, das war wichtig. Schönes Zuspiel. Auf Hazard. Vargas ist mit dabei. Weil... Ja, ein bisschen weit weg. Aber nein, es ist eine kleine Lücke und es gibt Ecke. Es müsste eine Ecke geben. Jetzt kommt die Ecke. Drin das Ding. 4:1. Und dann ist es Lucas Alario. Ja, bisher so ziemlich eine 100%ige Torschuss, beziehungsweise eine Chancenverwertung. Das, was auf die Hoffnung immer kam, war drin. 3 Mann bei ihm und er trotzdem macht das. Hier nochmal dieser Treffer. So, dann ist es die Nummer 13. Und dann ist Pause. 4:1 Pausenstand. Ja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. So. Ja, nachdem er auf einem dran war, plötzlich durch Moiskin, dann auf einmal doch noch das legt die Schalke noch 2 Treffer nach durch den Elfmeter von Paulinho und eben diesen Schuss hier von Alario. Den Kopf hat man nicht. Wir gehen rein in die zweite nach der Ecke. Wechsel gab es übrigens. Geiger rein für Latza, weil Game vorbelastet. Deswegen ist es einfach nur eine Schutzvariante. Ball ist wieder weg. Hat nichts Sportliches zu tun, sondern einfach eine Schutzvariante, dass ich hier nicht irgendwie. Lucas Alario. Ach, schade. Schön dazwischen gegangen, schön dran geblieben. Konnte den Ball verhindern. Ich hab dich da ein bisschen Platz. Skov jetzt. Der war viel zu schwach und unpräzise. Also. Welche Probleme zu machen. Also. Jetzt kommt den Ball rein. Ecke kommt. Und das gibt Eckball. Ja, ich habe gerade 2 Leute vorne frei. Da kannst du schön hinten auf den zweiten Pfosten ziehen, aber. Sie wechseln aus. So, eben eine quiele Ecke, das 4:1. Jetzt kommt wieder eine Ecke und es ist voll wieder gefährlich, Alario. Aber diesmal ist er nicht drin. Pablo Rosario. Bore. Moiskin.
Gut gemacht. Das könnte was werden. Jetzt könnte er flanken. Ja, klasse. Ecke abseits, oder? Ist natürlich mutig, jetzt von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Da Costa. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird, aber diese Spekulationen sind beendet. Der Wechsel steht fest. Dem steht eine tolle Zukunft bevor. Das sehen alle Experten so. Kannst du fragen, wen du willst. Das wird ein Star. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Hoffmann versucht jetzt gerade mal ein bisschen dran zu ziehen. Vielleicht nochmal irgendwie durch zu machen, damit wir ein bisschen wieder im Match schon sind. Da kommen sie nur schwer durch. Jetzt geht Moskin, der Torjäger. Es gibt einen Wechsel. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Marco Richter. Lucas Alario. Ich komme aber auch nicht wirklich in eine Situation, wo ich sagen könnte, da könnte man was mit einem, könnte man einen Abschluss probieren, weil momentan steht Hoffmann da hinten ziemlich gut. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark, aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes, Buschi. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Na gut, da waren wir haben einfach jetzt gerade so ein bisschen die Chancenverwertung so kann man sich täuschen. Gehabt. So, jetzt erstmal Hazard. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Gute Aktion. Und das war vielleicht mal eine Chance, aber da passt der Hoffmann immer nochmal auf. Es gibt Neuigkeiten im Rhein-Energie-Stadion. Ein Tor ist gefallen. Ich gebe kurz ab ans Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Nichts passiert bisher in der zweiten Halbzeit. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind hier 72 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Richter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Hazard. 5-1. Sache, alles was auf die Hoffenheimer mittlerweile kommt, noch nicht so an Toren, ist drin. Und auch hier fällt das Tor. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Das. So, jetzt wird es einen Doppelwechsel geben bei uns. Und zwar Burkhardt, der hat sich echt verdient. Und Gosens. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen. So, einfach mal. Passt so. Also, zwei Tore. Und Alario hat eins gemacht immerhin. Und jetzt auch eins vorgelegt. Wir haben hier das erste Tor für Nürnberg. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 81 Minuten. Vielen Dank für die Info. Es gibt Gelb wahrscheinlich. Ne, gibt gar nichts. Der lässt laufen. Gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. 6 Minuten sind noch zu gehen. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Hoffmann steht da komplett zu im Mittelfeld. Jetzt der Vorstoß. Gibt Ecke. Kein Foul. Ecke fair. Gemacht. Was sagst du zu den Fans? Das ist schon der Wahnsinn, was die für einen. 2:5. Also am Ausgang dieses Spiels wird dieser Treffer wohl nicht mehr viel ändern. Lindelöf. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Von der gleichen Ecke fiel uns in der ersten Halbzeit das Alario-Tor. Zur Stelle setzt sich durch. Perfekt. Victor Lindelöf. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Am Ausgang des Spiels. Jetzt vielleicht. Noch die Chance da. Oh. Da war übrigens mal Johnny Burka, der nochmal versucht hat, nochmal versucht da reinzugehen. Und dann ist Pade, verdammt, 5:2, die Schalker schlagen die Hoffenheimer. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Ja.
Passt, 3 Punkte. Nehme ich mit. Paulinho hat getroffen, Valerio hat getroffen. Funktioniert auf jeden Fall. So, gut, dann haben wir das auch durch, das Spiel. Ja, wir passieren jetzt. Champions League ist das nächste Spiel, ist das nächste Match gegen Juventus Turin. Da haben wir schon mal, ausgeschieden damals, genau, in der Europa League im Halbfinale. Sind wir damals ausgeschieden, da haben wir dann eine kleine Rechnung mit den Jungs offen. Können wir so begleichen oder ist hier im Achtelfinale Endstation als Titelverteidiger? Wir sehen uns dann morgen wieder mit dem Hinspiel und ja, mal gucken, ob wir da eine gute Ausgangsposition uns arbeiten können. Bis dahin, und tschüss bei FIFA 21.